Es war der wahrscheinlich bizarrste Moment in der Geschichte der Oscars. Kurz bevor Will Smith zum ersten Mal in seinem Leben den Oscar als bester Hauptdarsteller gewann, ereignete sich etwas, mit dem so niemand gerechnet hatte. Nachdem Moderator und Comedian Chris Rock während der Preisverleihung einen beiläufigen Witz über die Ehefrau von Will Smith gemacht hatte, stürmte dieser völlig unvorhergesehen auf die Bühne und ohrfeigte den Moderator mit voller Wucht. Zunächst hielt jeder die Aktion für eine gestellte Szene, doch spätestens als Will Smith dann auch noch anfing, lautstark den Moderator anzubrüllen und zu beschimpfen, wurde jedem klar, dass die Situation bitterer Ernst war und betretenes Schweigen füllte den Raum. Nicht mal eine Stunde später gewann Will Smith dann auch noch seinen ersten Oscar und hielt eine der verrücktesten, verwirrendsten und emotionalsten Dankesreden aller Zeiten, in der offensichtlich wurde, dass Will Smith offenbar ein ernsthaftes Problem hatte. Seitdem berichteten zahlreiche Medien über den skandalösen Vorfall und es scheint, als hätte Will Smith sein Image als der extrovertierte Prinz von Hollywood für immer ruiniert. Aber wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass jemand wie Will Smith sich innerhalb weniger Minuten dermaßen bloßstellt? Was steckt wirklich hinter seinem plötzlichen Ausraster und inwiefern war vielleicht schon vorher abzusehen, dass Will Smith dem Untergang geweiht war? In diesem Video erzählen wir euch die schockierende Wahrheit über den dramatischen Untergang von Will Smith. Also bleibt dran, hier bei Wissenswert. Um den Eklat um Will Smith bei den Oscars besser zu verstehen, müssen wir uns zunächst die Situation noch genauer anschauen. Und zwar vor allem im Hinblick auf zwei Details. Zum einen war der Witz, den Moderator Chris Rock über Will Smiths Frau Jada Pinkett Smith machte, nicht irgendein harmloser Joke. Im Gegenteil, Rock machte sich nämlich lustig über die Glatze von Smiths Frau. Diese Frisur ist jedoch keine freiwillige Entscheidung der Schauspielerin gewesen. Tatsächlich leidet Jada Pinkett Smith nämlich unter einer Krankheit namens Alopezie, bei der man an sämtlichen Stellen riesige Büschel Haare verliert. Insofern ging Chris Rocks Witz also deutlich unter die Gürtellinie, indem er sich lustig machte über eine Krankheit. Ein weiteres wichtiges Detail an der ganzen Situation ist, dass Will Smith bei genauerem Hingucken zunächst sogar herzhaft über diesen üblen Witz auf Kosten seiner Frau lachte. Erst als er bemerkte, dass Jada diesen Witz gar nicht komisch fand, sogar mit den Augen rollte und sich verletzt fühlte, sprang bei Will Smith der Schalter um und er ging auf Chris Rock los. Allerdings sind ein unangebrachter Witz und die verletzten Gefühle seiner Frau natürlich noch keine ausreichende Erklärung für das Verhalten von Will Smith, denn dahinter steckt noch mehr. Eine Hauptursache, die dahinter steckt, liegt in der Beziehung zwischen Will Smith und seiner Frau Jada. Das Paar sorgte in den vergangenen Jahren nämlich immer wieder für heftige negative Schlagzeilen. Im Juli 2020 kam nämlich heraus, dass Jada während ihrer Ehe mit Will Smith eine Affäre mit dem Rapper August Alsina gehabt hatte, einem Freund ihres eigenen Sohnes Jaden. Danach stellte sich aber auch heraus, dass Smith ihr zuvor sogar mit mehreren Affären ebenfalls fremdgegangen war. In einem gemeinsamen Fernsehinterview stellten die beiden dann klar, dass ihre Beziehung seit langer Zeit schon problematisch war. Somit wurde offensichtlich, dass die beiden seit Jahren in einer toxischen Beziehung gelebt hatten. In solchen unsicheren Bindungen kommt es übrigens häufig vor, dass Partner extreme Maßnahmen ergreifen, um ihre eigenen Beziehungen zu retten. Zum Beispiel extrem reagieren, wenn ihre Partner unzufrieden zu sein scheinen. Wie Will Smith, nachdem er die Reaktion seiner Frau bemerkte. Somit ist also nicht auszuschließen, dass Will Smith seine Reaktion in erster Linie ausgeübt hat, weil er das Gefühl hatte, seine Frau würde es von ihm verlangen. Ein weiterer Aspekt, der die Ausschreitung von Will Smith begünstigte, liegt in seiner Persönlichkeit. Schon in der Vergangenheit fiel er nämlich immer wieder durch sehr temperamentvolles Verhalten auf. So schlug er vor über 10 Jahren bereits einen Reporter bei einer Filmpremiere, weil dieser ihm zu nahe gekommen war. Außerdem beleidigte er mehrere Male andere Promis und auch sonst wurde ihm immer wieder vorgeworfen, dass er einige narzisstische Charakterzüge habe. Zum Beispiel nachdem seine Biografie erschienen war, aus der einige fragwürdige Aktionen von Smith hervorgingen.
Andererseits muss zu Will Smiths Entlastung auch erwähnt werden, dass er sich bei der Oscarverleihung in einer psychischen Extremsituation befand. Seit Wochen wurde er nämlich als Topfavorit auf den wichtigsten Filmpreis gehandelt und sollte den Abend seines Lebens erleben. In diesem Zusammenhang sagte ihm sein Schauspielkollege Denzel Washington passenderweise sogar, dass er aufpassen soll, denn in den allerhöchsten Momenten sei man am meisten dazu geneigt, übermütig, größenwahnsinnig und bösartig zu handeln. In seiner Dankesrede danach sagte Smith außerdem, dass er zwar wisse, dass man als Hollywood-Star auch Anfeindungen ausgesetzt ist, aber dass er und seine Familie immer wieder auch enorm unter Schikanen, Gerüchten über sie und verachtenden Kommentaren zu leiden hatten. Ein Zustand, der fast jeden Menschen auf Dauer unter enormen Druck setzen würde. Sein mental geschwächter Zustand wurde dann auch im weiteren Verlauf seiner Dankesrede deutlich, in der er über seine inneren Konflikte sprach und darüber, dass er eigentlich nur seine Familie beschützen und ein Vermittler von Liebe sein möchte. Außerdem darf eine weitere, theoretisch mögliche Erklärung für Smiths Handeln nicht unerwähnt bleiben. Und zwar wurde Will Smith für seine Rolle als Richard Williams ausgezeichnet. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch diese Rolle auf Will Smith abgefärbt hat. Richard Williams war nämlich ein gewaltsamer und extrem beschützender, aggressiver und größenwahnsinniger Familienvater, der mit viel Ehrgeiz seine Töchter Serena und Venus Williams bis an die Tennis-Weltspitze trainiert hatte. Tatsächlich kam es in der Vergangenheit nämlich auch schon bei anderen Schauspielern vor, dass sie sich so sehr in einzelne Rollen reinsteigerten, dass diese nachhaltig auf ihre Persönlichkeit abgefärbt haben. So musste Isabelle Adjani nach ihrer Rolle in Possession für Jahre in Therapie und auch Heath Ledger wird nachgesagt, dass ihm die Rolle des Jokers zum Verhängnis wurde. In seiner Dankesrede nach dem Eklat stellte Will Smith sogar selbst fest, dass sein Verhalten zuvor erstaunliche Ähnlichkeiten zu seiner Rolle als Richard Williams gehabt hatte und entschuldigte sich für den Skandal bei allen Anwesenden, außer übrigens bei Chris Rock. Trotz dieser Entschuldigung ist Will Smith wahrscheinlich aktuell der kontroverseste Star in Hollywood und es sieht alles danach aus, als würde die Aktion nachhaltig seiner Karriere schaden. Auch wenn die konkreten Auswirkungen bisher noch nicht abzusehen sind und zu hoffen bleibt, dass Smith und sein Image sich auf Dauer von dem Skandal erholen werden. Auf der anderen Seite sollte ein einzelner Ausrutscher natürlich auch nicht überbewertet werden, zumal die Ausschreitung nicht gänzlich unbegründet war. Außerdem entfachten seit dem Eklat viele Diskussionen darüber, wie weit Comedy überhaupt gehen darf. Vor allem, wenn sie sich gegen einzelne Individuen richtet oder gegen Leute mit ernsthaften medizinischen oder psychischen Problemen. Wie dem auch sei, zeigt der Fall von Will Smith, dass man in Sekundenschnelle seinen guten Ruf verlieren kann und das nur durch einen einzelnen Ausrutscher. Und das Beispiel von ihm und Jada zeigt auch, wie wichtig es ist, darauf zu achten, gesunde Beziehungen zu führen. Aber was meint ihr? Ging der Witz von Chris Rock zu weit? Wie fandet ihr Will Smiths Aktion und sollte man ihn jetzt canceln? Wir sind gespannt auf eure Kommentare. Ansonsten haben wir hier noch ein weiteres interessantes Video für euch, also zieht's euch rein und bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.